Der erste Urlaubstag, wir sind unterwegs. Leider spielt das Wetter noch nicht ganz so mit, es ist alles grau und grau. Aber zumindest ist es einigermaßen trocken, geregnet hat es noch nicht. Wir sind allerdings auch erst so 1,5 Stunden unterwegs. Wir sind jetzt hier so, unsere Position ist hier so quer ab von Hubsiel. Ja, und Wind haben wir genau aus Südost und das heißt also genau von hinten. Ich habe im Moment das Großsegel gesetzt und die Fock. Ich zeige euch das mal. Allerdings weiß die Fock im Moment nicht so recht, wohin sie soll. Also die bringt eigentlich nicht viel, die können die auch einziehen. Aber ich lasse mal stehen. Ja, das Großsegel habe ich mit einer Bullentaille gesichert. Man sieht, das ist das, die Leine, das Seil, was also vorne auf die Klampe geht. Das ist also die sogenannte Bullentaille. Die soll also verhindern, dass das Großsegel ungewollt umschlägt. Die Leine geht hier vorne auf die Fortschiffklampe. Ja, ansonsten kommen wir gut voran. Wir hatten so ungefähr von einer halben Stunde um 9 Uhr hatten wir Hochwasser. Das heißt, das Wasser läuft jetzt wieder ab und das zieht uns hier mit raus aus der Jade. Und wir wollen ja heute noch Wangeoge Ost erreichen. So, ich bin jetzt kurz vorm Wattfahrwasser, Minsener Oog. Ich kann die ersten Pricken schon sehen. Das mal, Minsener Oog. Da ist der Leuchtturm Minsener Oog. Ja, und ich bin mal sehr gespannt, ob ich da durchsegeln kann. Ich will es mal versuchen. So dicht fahren wir hier am Strand vom Minsener Oog vorbei. Aber Wassertiefe haben wir hier 3 Meter jetzt. Aber eben waren wir runter bis auf 1,2 Meter. Also eben war es echt knapp. Zur Sicherheit haben wir aber die Maschine jetzt mitlaufen. Nochmal Glück gehabt. Kurz nach dem Ankermanöver verkriechen wir uns in der Kajüte. Doch das war nur ein kurzer Schauer. Und somit ist Zeit für einen kurzen Landgang. Thank you.
ja hier auf Wangerooge Ost, liegen hier vor Anker. Hier ist gerade eine total schöne, ruhige Stimmung. Ich zeige euch das mal.